So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Aufnahme von GTA 5 oder GTA 5, je nachdem. So, nach der letzten Folge haben wir Trevor ordentlich mal eingekleidet. Die Haare haben zwar nicht so richtig gepasst, haben wir keinen richtigen Friseur dafür gefunden. Die Frage ist jetzt, wir haben jetzt keine weitere Mission mit denen zu erledigen, ne? Das hatten wir ja schon vor sich das Mal. Das hier oben, jetzt weiß ich nicht, wegen Bekleidung. Ist das auch wieder so ein Banküberfall oder? Warte mal, ich fahr da einfach mal hin. Was soll's? Fahr mal einfach mal hier hin. Wie gesagt, ist immer noch die leicht kränkliche Aufnahme mit dem Hals. Ich habe ja das erste eine Folge gerade aufgenommen, noch gerendert und alles. So, und jetzt den zweiten Part. Also der 33. müsste das jetzt sein von GTA 5. Huch. So, na gut. So, wartet mal. Ich habe jetzt bloß gerade Tee getrunken, deswegen habe ich jetzt gerade nichts gesagt. Und konnte dabei Auto fahren. Das muss so erstmal können. Naja, gut. Naja, gut. Wow. Na super. Nein, oben müssen wir lang. Hier irgendwo in der Nähe ist eine Polizei im Einsatz, aber die ist nicht gegen uns hinterher. Irgendwo anders. So, jetzt bin ich schon mal gespannt, was wir da oben machen müssen oder was das jetzt ist da oben. Da stand Bekleidung, Bingo-Bekleidung, ob es jetzt wieder sowas? Weil ich glaube, das war Zufall, dass wir genau den Banküberfall erlebt haben, dass wir im Banküberfall drin waren. Da müssen wir mal gucken. Diese Gegend. Ach, für Fluchtfahrzeug, wartet mal. Ach, Alter, willst du mich verarschen? Oh, wollte ich gar nicht. Scheiße. Nein! Ach, Kacke. Scheiße. Bleibt natürlich erstmal hier oben. Weil hier oben gibt es ja die guten Fahrzeuge. So, ich höre schon die Polizei. Jetzt ist er auch hinter uns her. Scheiße. So, ich hoffe, es kommt keine von oben. Hoffe ich einfach mal jetzt. Wir versuchen mal unseres Glück. So, kommt da eine? Nein, sieht gut aus. Aber da hinten kommt eine. Ich feuer mal den Waldweg lang. So, der Bullenstamm müsste gleich weg sein. Hoffe ich mal. So, da ist er auch weg. Okay, jetzt brauchen wir bloß ein schnelles Auto noch. Eignet das sich? Wartet mal. Alter, du Assi. Da fährt er einfach weg. Och, Alter, so ein Drecksack. So, wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Fahrzeug für ein Fluchtfahrzeug. Also, okay. So, und das da vorne könnte sich doch eignen, wenn das nicht mal hier andauernd stehen bleiben würde. Scheiße, ich bin auch schlau. Ach komm, den lasse ich einfach mal. Da unten wird bestimmt eins stehen, was da an der Garage steht von den... Alter, die fahren mir alle aus. Die weichen mir alle aus. Als würden die wissen, dass ich die kippen nehmen würde. Und das schon. Welcher, das ist ja Wahnsinn.
So, da oben haben wir schon wieder ein paar Tierchen gesehen. So, hier ist ja eh die reiche Gegend. Hier muss ja so Flitzer in der Autogarage stehen. So, guck mal einfach mal hier rum. Müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen höher fahren, wenn es mich nicht täuscht. Fahren wir mal hier rein. Hier steht keiner. Pass auf, jetzt steht hier keiner in deinen Garagen. Kann natürlich gut möglich sein. Aber ich hoffe mal, dass sie wenigstens einen spendieren werden. Na gut, wir gucken uns mal um. Nein. Das ist ein Wagen. Da ist ein Wagen. Ach nee, das ist eine Pflanze. Scheiße. Alter, jetzt ist hier kein Wagen da. Das ist doch eigentlich hier wieder... Alter. Gib mir einen Sportwagen. Oder fährt hier einen rum zufällig? Nee. Hier war da auch immer einer drin. Ach, Alter. Das haben die mit Absicht gemacht. Dass man jetzt hier nicht einfach so einen einfachen Wagen herbekommt, aber na gut. Ich hoffe einfach mal, wir finden noch einen. Finden. So, hier vielleicht, da kommt nicht drüber. Da haben wir ein Taxi, aber das brauchen wir jetzt nicht. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Wagen ist. Das ist auch kein Wagen. Sonst steht hier doch immer alles voll, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, hier oben vielleicht. Hier scheint es ja noch zu den Reicheren gehen. Aber wie es aussieht, wird uns kein Wagen spendiert. Scheiße. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber na gut. Excuse me, my car! Leck mich am Arsch, da ist eine geile Karre, wartet mal. Nein, fahr nicht weg, fahr nicht weg, fahr nicht weg. Ich hoffe, der weicht jetzt nicht weiter aus, weil wir den gerammt haben. So, hallo Freund, mach dich mal bitte raus. Ach, das ist eine Frau. Naja gut, mach du dich mal raus. Das willst du... Ach, Gott sei Dank, Alter. Ja, die Motorhaube ist zwar weg, aber wir können es als Fluchtfahrzeug so nennen. Ich stand jetzt da, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. So, jetzt passen wir einfach mal hier runter und dann stellen wir das mal ab. Kann man natürlich gut für eine Mission gebrauchen, dann ein Fluchtfahrzeug. Deswegen brauchen wir es ja. So, na gut. Ja, jetzt stehen natürlich die Autos da in den Garagen, ist ja zufällig ganz normal. Jetzt fahren auch hier welche rum. Alter, was denn hier? Alter, was ist mit der Karre los? Ist eigentlich gut. So, war verfehlt. Da müssen wir rein. Müssen wir verarschen? Das eignet sich nicht, willst du mich verarschen? Hä? Oh, ich dachte, ich kann das hier einfach jetzt abstellen. Hä? Oder was steht da? Dieser Ort eignet sich für das Fluchtfahrzeug. Wähle Fluchtfahrzeugpunkt. Was wähle Fluchtpunkt markieren? Wie kann man hier einen Fluchtpunkt markieren? Fluchtpunkt. Ja, ja, ja. Ja, aber wie kann man denn sich jetzt hier einen Fluchtpunkt machen? Hä? Fluchtpunkt? Oder muss ich den mit dem Handy setzen? Kontakte, na gut, das wird es jetzt nicht Sinn. Jobliste, nein. Ach, doch nicht da.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sag nicht, dass jetzt bei Kontakte einfach drin. So, Jimmy. Hä? Macht denn der? Was ist das denn? Ich kann das nicht lesen. Das ist scheiße. Was ist das denn überhaupt? Ach, das Taxi einfach nur. Okay. Aber hä? Wie? Oh. Wie sollen wir... Ach. 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 Oh. Ach cool, das wusste ich gar nicht. Einstellungen, Jobliste, SMS. Muss ich jetzt aussteigen einfach, oder? So, ich hoffe mal, er hat jetzt irgendwie als Fluchtfahrzeug hier gespeichert, aber hä? Das ist ja mal komisch. Können wir das Fahrzeug einstellen? Dieser Ort eignet sich für das. Ja, aber wie den Fluchtpunkt markieren? Ich verstehe das nicht. Das wird ja hier nicht genannt, ne? Wird einfach gesagt, hier Fluchtpunkt markieren. Aber gesagt wird's nicht, ne? So hier. Ja, ich möchte mir einen Fluchtpunkt markieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht, Freunde. Ja, das ist jetzt aber beschiss. Da können Sie es mal ruhig sagen, wie man hier einen Fluchtpunkt markieren können. Ach, Alter, ey. Wie kann man denn so dumm sein? Ne, jetzt ernst. Wie soll ich denn jetzt rausfinden, wie ich jetzt den Fluchtfahrzeugpunkt hier machen soll? So gut kenne ich mich mit GTA da auch nicht aus. Klingelton könnte man ändern, Alter. Vibration, okay. Ja, das verstehe ich jetzt wirklich gerade nicht. Im Internet glaube ich kaum, dass man jetzt hier Fluchtpunkt markieren können. Ja, das ist komisch, also wirklich, Freunde. Ich weiß nicht, keine Ahnung, sorry. Da fällt mir jetzt nichts ein. Kommen wir durch. Nein, scheint nicht zu sein. Na gut, aber ich denke mal, ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause. Bei dieser auch leicht komischen Folge. So, hier rauchen sie wieder. Kommen wir hier durch. Markieren. Wähle Fluchtpunkt markieren. Aber hell. Das muss ja dann irgendwie hier sein, ne? Das muss ja dann hier. Fluchtpunkt. Zack. Oh my God. What happened to you? Das führt aber uns trotzdem immer wieder hierher. Hä? Ich verstehe das nicht. Sorry. Entweder bin ich gerade wirklich zu blöd oder ich verstehe es wirklich nicht. Eins und beiden. Oder müssen wir uns bei denen melden? Sie, Mister, ich will ja gerne meinen. Hat er eine Waffe? Was willst du? Tote! Warte, den raub ich nochmal ganz ordentlich um. Scheiße, wartet mal, ich will den mal ordentlich umruppen, weil er mich gerade beleidigt hat. Einfach nur just for fun, weil es ja auch geht. Hä? Alter, hat er das... Hä? Hat er jetzt Schiss gehabt, oder wo ist der hin? Ach, hä? Hat dir jemand Stress gemacht, oder was? So, wartet mal. Dritte. Oh, by the way, that's a totally your fault. Fang mich doch. Kommen wir hier drüber? Aber was wollen wir hier drüber? Erstmal die andere Frage.
Oh. Ach, Kacke, Scheiße. Das war natürlich sehr schlau. Ich gehe erstmal hier runter. Steige erstmal in eine Karre ein. Da unten steht zum Beispiel einer. Da steige in die Karre. Ach, Alter, muss denn das hier immer. Scheiß Alarmgeräusch sind. Hier so ganz ohne Fälsch am Baum stehen. Lalalala. Ach Mensch, guck mal, da hupt was. Das sind wir aber nicht gewesen. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. So, jetzt können wir einsteigen, sonst kommen wir wieder die Bullen. Ich hoffe mal, jetzt kommen nicht die Bullen. So, Freunde, und ich denke mal, ich mache erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder zurück bei Let's Play GTA 5. Bis dahin, Freunde. Ciao.